Licht am Kranz kann nicht die Nacht erhellen, doch soll es dir und mir ein Zeichen sein. Es strahlt uns Gottes Glanz aus Finsternissen und bricht in unsere dunklen Herzen ein. Das erste Licht will uns zur Freude rufen. So freuet euch im Herzen alle Zeit, wie es die Hirten auf dem Felde hörten. Gott selber tritt in unsere Dunkelheit. Das zweite Licht verheißt uns Gottes Güte. Gott teilt uns reichlich seine Liebe aus. So tragt die frohe Botschaft freudig weiter und ruft sie in die dunkle Welt hinaus. Wir sagen euch an den lieben Advent die Verse 1 und 2, Nummer 17. Herzlich willkommen hier in der Kirche und herzlich willkommen auch an den Bildschirmen. Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir feiern heute den zweiten Adventssonntag. Viele Menschen erzählen mir, wir schauen gar keine Nachrichten mehr. Es ist alles so niederdrückend. Da tut uns ein ermutigendes Wort gut. Solch ein ermutigendes Wort ist der Wochenspruch für den zweiten Advent, der uns diese Woche begleiten soll. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Aus Lukas 21, Vers 28. Jesus sagt das über eine dunkle und schwere Zeit. In schweren Zeiten wissen wir, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Nach der schweren Zeit kommt Jesus wieder. Das Licht kommt zurück in unsere Welt. Dann wird alle Finsternis und alles Leiden und Morden ein Ende haben. Jeden Tag unseres Lebens kommen wir der Erlösung aus Leid und Tod einen Tag näher. Jeden Tag gehen wir der großen Erlösung entgegen. Diese Erlösung bestimmt unsere Zukunft. Von Gustav Heinemann stammt der berühmte Ausspruch: Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. An dieser Stelle noch ein paar Hinweise zum Gottesdienst. Wir haben heute zwei Lesungen an diesem zweiten Advent. Bei dem Lied Seite 91 in der blauen Mappe, da bitte ich Sie, die blauen Mappen in die Hand zu nehmen. Sie finden sie vor Ihrer Bank, das ist das Lied nach der Predigt.
denn wir können dieses Lied leider nicht den Text leider nicht einblenden. Danken möchte ich an dieser Stelle Annegret Krenzler und Dieter Brinke, die ganz kurzfristig eingesprungen sind, für unseren kranken Organisten, den Herrn Bauer, der also das Bett hüten muss. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir singen jetzt: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Die ersten drei Verse. Und damit heißen wir Jesus Christus als den König in unserer Mitte willkommen. Nummer 1, 1 bis 3. Erheben uns zum Gebet und zur ersten Lesung. Danach kommt dann das nächste Lied und dabei wird auch der Klingelbeutel für die eigene Gemeinde eingesammelt. Der dient dazu, dass Sie hier schön im Warmen sitzen und wir diese Kirche im Winter schön heizen können. Lieber Herr und Gott, wecke uns auf, damit wir bereit sind, wenn dein Sohn kommt, ihn mit Freuden zu empfangen und dir mit reinem Herzen zu dienen. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Epistel des heutigen Sonntags steht im Brief des Jakobus im 5. Kapitel. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn.
Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Amen. Ja, wir setzen uns zum nächsten Lied. Das Evangelium steht bei Lukas im 21. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Auf dieses Evangelium antworten wir mit dem Bekenntnis unseres gemeinsamen christlichen Glaubens. Ich glaube,
an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte setzen Sie sich zum nächsten Lied. Die Nacht ist vorgedrungen. Der Kassettendienst hat jetzt die dritte Strophe eingeblendet, wenn Sie die einfach noch, oder wir singen die vierte, die wollten wir eigentlich singen. Das, genau. Hier ist alles live in diesem Gottesdienst und dann passieren solche kleinen Unstimmigkeiten, aber es ist ja wunderbar, wir sind alle Menschen. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen der Wortverkündigung beten. Gott, unser Vater, wir bitten dich, gib uns ein Wort, was uns ermutigt und was uns stärkt. Amen. Liebe Gemeinde,
In der Adventszeit bekomme ich viele Briefe, das wird Ihnen vielleicht auch so gehen. Da sind Briefe dabei von gemeinnützigen Organisationen, die um eine Spende bitten. Da sind Werbebriefe dabei, das Weihnachtsgeschäft ist angelaufen. Aber es sind auch persönliche Briefe dabei. Wenn jemand aus dem Freundeskreis oder aus der Familie mir schreibt, dann ist es für mich viel wichtiger als die anderen Briefe. Dann lasse ich die erst mal liegen und greife nach diesem persönlichen Brief. Auch wenn eine bedeutende, wichtige Persönlichkeit mir schreibt, dann nehme ich diesen Brief zuallererst in die Hand. Kürzlich kam ein Brief von der Regionalbischöfin, der Weihnachtsbrief. Und auch den habe ich gleich geöffnet. Briefe von Menschen, die wir lieben oder die wir besonders schätzen, die stechen für uns heraus aus der üblichen Post und da greifen wir zuerst zu. Das ist am wichtigsten. Der Inhalt dieser Briefe ist für uns am wichtigsten. Wir fragen uns, geht es den Menschen aus unserer Familie, den Kindern, den Enkeln, geht es ihnen gut? Wann werden wir uns sehen? Gibt es etwas Wichtiges, was sie uns mitteilen wollen? Wenn eine Person ein guter Freund ist und noch dazu eine bedeutende Persönlichkeit, dann ist dieser Brief doppelt wichtig und gewichtig für uns. Manche aus der Gemeinde hier sind mit unserem ehemaligen Pfarrer Markus Wächter sehr verbunden. Für sie ist ein Brief von Bruder Markus ganz besonders wichtig. Wenn vor allen anderen Briefen würden Sie diesen Brief aus der Post rausfischen und ihn zuallererst einmal lesen. Ein bedeutender Brief ist heute der Text für unsere Predigt. Dieser Brief ging an die Christen in der Gemeinde in Philadelphia in Kleinasien. Der Prophet Johannes, der diesen Brief geschickt hat, der schreibt darin, dieser Brief ist von Jesus Christus persönlich. Er, Johannes, hat nur aufgeschrieben, was Jesus selbst der Gemeinde sagt. Das ist mehr als ein Brief von Bruder Markus. Ja, sogar mehr als wenn der Landesbischof oder der Bundeskanzler oder sogar der amerikanische Präsident uns schreiben würde. Ein Brief von Jesus, dem Sohn Gottes. Boah, das ist an Wichtigkeit nicht mehr zu überbieten. Deshalb ist dieser Brief auch in die Bibel aufgenommen worden. Ich lese aus der Offenbarung des Johannes aus dem 3. Kapitel. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. So, und jetzt kommt's, was er der Gemeinde schreibt. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes des neuen Jerusalems, das vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Die Gemeinde, die hier angeschrieben wird, ist eher klein. Es ist keine Großstadtgemeinde, in der berühmte Gottesmänner gewirkt haben. Hier wirkte weder Paulus noch Johannes. Sie wirkten in Ephesus. Auch der Apostel Philippus wirkte nicht hier. Er wirkte in Hierapolis. Selbitz ist nicht München oder Nürnberg. Hier sitzt kein Bischof und auch kein Regionalbischof. Jesus sagt zu dieser Gemeinde: Du hast eine kleine Kraft. Sehen wir uns hier in der Kirche um, so können wir das bestätigen. Es gibt doch noch ein paar freie Plätze. Es ist nicht der Massenansturm, dass alle Selbitzer jetzt hier in die Kirche stürmen zum Gottesdienst. Aber Jesus tadelt das nicht. Er tadelt nicht die kleine Zahl. Er kritisiert auch nicht. Bei dem Satz, ich kenne deine Werke, da horchen wir auf. Wird Jesus uns sagen, was nicht gut gelaufen ist? Im Gegenteil, er lobt die Gemeinde. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. So fährt Jesus fort. Das trifft auch auf unsere Gemeinde hier in Selbitz zu. Wir halten daran fest, dass die Bibel Gottes Wort ist. Die Bibel ist das Fundament unserer evangelischen Kirche. Auf diesem Fundament steht unsere Kirchengemeinde hier in Selbitz. Das ist in unserer Zeit nicht selbstverständlich. Denn in der Gesellschaft wird die Bibel von vielen nicht mehr geschätzt und nicht mehr geachtet. Selbst in der Kirche ist das Lesen der Bibel zurückgegangen. Und viele Christen wissen gar nicht mehr, was in der Bibel steht. Im Religionsunterricht und im Studium werden Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Bibel gesät. Aus guten Gründen halten wir an der Glaubwürdigkeit der Bibel fest. Gottes Wort steht über aller Menschenmeinung. Kein Bischof und kein Papst kann Gottes Wort aufheben. In der Lesung haben wir gehört, wie Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Alles auf dieser Erde ist vergänglich, aber Gottes Wort bleibt ewig. Dieses Wort predigen wir Pfarrer hier am Sonntag im Gottesdienst und wir wenden es an auf das Leben und auf unsere Gesellschaft. Wir predigen nicht über Flüchtlingsschiffe oder über den Krieg in Israel oder über andere tagespolitische Themen. Aber wir schließen notleidende Menschen in unsere Fürbitte ein. Wir sind Pfarrer und nicht Politiker. Aber immer wieder deuten wir auch das Weltgeschehen vom Wort Gottes her und geben Orientierung. Wir reden in unseren Gruppen und Kreisen über Bibeltexte. Wir halten fest an Gottes Wort. Wir halten fest am Vertrauen zu Gott, unserem Schöpfer, und Jesus, unserem Erlöser. Damals waren es Verfolgungen, die Christen bedrohten. Wer an Gottes Wort festhielt und sich zu Jesus bekannte, dem drohten damals Gefängnis, Folter und Tod. Das ist heute in Deutschland ganz anders. Heute ist die Bedrohung für unseren Glauben eine andere. Schon im Paradies säte die Schlange Misstrauen gegenüber Gottes Wort. Sollte Gott wirklich gesagt haben? In Wahrheit ist doch alles ganz anders. Dieses Misstrauen gegen Gottes Wort, das der Teufel schon bei den ersten Menschen weckte, ist heute weit verbreitet, leider selbst in Theologie und Kirche. Der Stolz auf die eigene Klugheit ist so groß, dass manche sich sogar für klüger halten als Gott. Wir hier in der Gemeinde wissen, Hochmut kommt vor dem Fall.
Wir sind nicht klüger als Gott. Gottes Wort in seiner großen Weisheit steht weit über aller menschlichen Klugheit. Und wir wissen, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Jesus lobt das demütige Festhalten an dem Wort Gottes. Jesus gibt denen, die an Gottes Wort festhalten, eine wunderbare Zusage. Er sagt zu uns: Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Vor uns, vor ihnen, liegt eine offene Tür. Als ich vor fast 27 Jahren hier nach Selbitz kam als Pfarrer, da habe ich gestaunt. Da sind so viele offene Türen hier in Selbitz. Ich kann gar nicht durch alle hindurchgehen. Ich muss mich entscheiden. Vor uns liegt eine offene Tür in die Gemeinde. Wer sich einsam fühlt, findet hier in dieser Gemeinde einen Kreis von Mitchristen, die ihn herzlich aufnehmen. Wer das Haus im Winter nicht mehr verlässt, aus Vorsicht, der findet eine offene Tür zum Gebet. Die Kinder, die Enkel, die Bekannten, die Pfarrer und Kirchenvorsteher, sie alle brauchen Gebet, um beschützt und geführt zu werden. Gebet ist das, was den Menschen absolut vom Tier unterscheidet. Nur der Mensch kann mit seinem Schöpfer reden. Er ist das Gegenüber Gottes und das verleiht ihm eine einzigartige Würde. Erfindungen und Entdeckungen gibt es auch bei Tieren. Einen aufrechten Gang und eine Sprache gibt es auch bei Tieren. Werkzeuggebrauch gibt es auch bei Tieren. Aber beten kann nur der Mensch. Auch der ältere Mensch oder der behinderte Mensch hat diese höchste Würde. Ich erinnere hier an die Geschichte der Pfingsttagung in Bobengrün, die manchen bekannt ist. Am Anfang stand das Gebet. Und dann hat Gott gehandelt. Gott hat eine Tür geöffnet. Und viele Christen strömen seither nach Bobengrün zur Pfingsttagung. Gott hat die Veranstalter zu Säulen gemacht in seinem Reich. Jesus gibt uns eine offene Tür in Gottes Reich hinein. Und auch eine offene Tür, um andere in Gottes Reich einzuladen. Die Tür zu Gott, sie steht offen. Das gibt uns Hoffnung im Leben und auch im Sterben. Vor uns ist nicht die Katastrophe. Vor uns ist Gott. Wenn ein Erdbeben ist, dann muss man schnell durch die offene Tür sich ins Freie stürzen. Bei allen Erschütterungen, die wir zurzeit in unserem Land erleben und in unserer Zeit, gilt die Zusage von Jesus: Die Tür ist offen. Du musst nicht unter den Trümmern begraben werden. Du musst dich nicht runterziehen lassen von all dem, was zurzeit in den Nachrichten ist. Die Tür ist offen. Du kannst dich retten. Jesus hat die Tür für dich weit geöffnet. Entscheide dich für ein Leben mit Jesus. Geh durch die offene Tür in Gottes Reich hinein und lade andere ein, damit auch sie die offene Tür finden und durch sie hindurchgehen. Hier in der Kirche und im Reich Gottes sind noch Plätze frei. Sie sehen es. Es können noch Menschen dazukommen und in dieses wunderbare Reich Gottes hineinkommen und in diese schöne Gemeinde. Laden Sie ruhig ein. Es gibt nichts Besseres, als
an Jesus Christus zu glauben und ihm das ganze Vertrauen zu schenken. Er kommt wieder. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem wunderbaren Erlöser. Amen. Jetzt bitte ich Sie, die blaue Mappe zur Hand zu nehmen. Seite 91, Lobpreiset unseren Gott. Ich lese noch mal den Wochenspruch. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Lukas 21, Vers 28. Die Abkündigungen für Sonntag, den 10. Dezember, dem 2. Advent. Heute ist Segnung und Gebet im Raum der Stille hinter dem Altar. Wer ein Anliegen hat, kann gerne kommen und für sich beten lassen. Es segnen Irmgard Stamm und Pfarrer Gerhard Stinsing. Am Montag, dem 11. Dezember, um 14.30 Uhr ist Bibelstunde in Rodesgrün und um 19.30 Uhr Frauentreff im Gemeindehaus, dort ist die Weihnachtsfeier.
Am Dienstag, dem 12. Dezember um 19.30 Uhr ist Adventsliedersingen in der Kirche mit Pfarrer Zimmermann. Und am Mittwoch, den 13. Dezember um 14.30 Uhr Bibelstunde in Rothenburg im Schützenhaus. Wir laden alle älteren Selbitzer Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich ein zur Senioren-Adventsfeier am Donnerstag, dem 14. Dezember von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Ordenshaus der Christusbruderschaft. Besinnliche Lieder, Musik und Geschichten bei Kaffee und Stollen stimmen ein auf Weihnachten. Der Nachmittag wird mitgestaltet von Schwestern der Christusbruderschaft und Pfarrer Zimmermann. Und wer keine Fahrgelegenheit hat, kann sich gerne bei Monika Schwarz oder im Pfarramt melden. Sie werden dann abgeholt. Und bitte beachten Sie, dass vor dem Ordenshaus nicht geparkt werden kann, nur kurz zum Aussteigen. Und am Sonntag, dem 17. Dezember, 3. Advent, 9.30 Uhr Gottesdienst mit Stefanie Strobel und um 17 Uhr CVJM Waldweihnacht am Waldheim. Die Einlagen der letzten Woche betrugen im Klingelbeutel 256 Euro und die Kollekte für Brot für die Welt 61 Euro. Weiter wurden 3.380 Euro gegeben für die Kirche 30, Heizung Kirche 170, neue Krippenfiguren 230, neue Polster 80, Gemeindearbeit 290, Gemeindehausrenovierung 100, Walter Hümmer Kita 150, Kita Mühlberg 100, CVM-Sekretärin 140, Konfirmandenarbeit 350, Kinderheim Bordosani Rumänien 100 und Brot für die Welt 1.640 Euro. Herzlichen Dank für alle Gaben. Gott der Herr segne die Geberinnen und Geber und die Verwendung der Gaben. Und die heutige Kollekte ist für die Aktion Brot für die Welt bestimmt. Getauft wurde Emil Goller und ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Da wurden Kinder zu Jesus gebracht, dass er die Hände auf sie legte und betete. Lieber Herr Jesus, du hast Emil Goller ins Leben gerufen und hast ihn wunderbar geschaffen und ihn in besonderer Weise behütet und beschützt. Wir dürfen über deine Schöpferkraft staunen und im Sakrament der Taufe hast du ihn als dein Kind angenommen. Bekleide und behüte ihn auf seinem Lebensweg, in allem, was die Zukunft bringt. Sei ihm nahe und begegne ihm als lebendiger Heiland. Gib den Eltern und Baten viel Weisheit, Liebe, Geduld und Humor für die Erziehung von Emil und segne die ganze Familie. Und Gott, der Herr, segne unsere Gemeinde und alle seine Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Wir fahren fort mit den Fürbitten und ich bitte Sie zu antworten, wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du Jesus zu uns gesandt hast, damit er uns dient und uns den Weg zum ewigen Leben zeigt. Wir bitten dich für die Minister, Bischöfe und Vorstände in unserem Land, dass sie ihre Macht nicht missbrauchen, sondern sich als Diener verstehen und auch so handeln. Gib du ihnen ganz viel Weisheit für ihre Leitungsaufgabe. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für die Opfer von Kriegen und Naturkatastrophen. Tröste sie und öffne das Herz vieler Menschen, dass sie bereitwillig helfen. Besonders bringen wir dir die Menschen in der Ukraine und im Gazastreifen. Und auch in Israel. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Kranken und Trauernden. Sei du ihnen nahe mit deinem Trost und gib ihnen Halt und Hoffnung. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für unsere Präparanden, dass sie dich, den lebendigen Gott und Jesus, deinen Sohn, finden. Und immer besser kennenlernen und Halt und Hilfe und Orientierung im Leben finden.
Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für uns alle. Hilf uns, dass wir durch unser Reden und Tun für junge Menschen, aber auch für unsere anderen Mitmenschen ein gutes Vorbild sind und ihnen Mut machen zu einem Leben mit Gott und Jesus. Amen. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Wir singen vom Lied Macht hoch die Tür den 5. Vers. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meines Herzens Tür dir offen ist.